Ich bin Rocco Heinz, ich bin Bandoneonspieler. Das ist ein Instrument, was man im Tango Argentino nutzt hauptsächlich. Und ich bin auch Bandoneonlehrer. Der Unterricht über Zoom funktioniert sehr gut. Die Herausforderung war eigentlich erstmal, ich bin ja noch nicht mehr der Jüngste und bin dem Digitalen gegenüber so ein bisschen verschlossen gewesen. Das heißt, ich musste mich auch ein bisschen darauf einlassen und es lernen, damit umzugehen. Über Zoom oder über ein digitales Medium zu unterrichten, bedeutet auch, dass man eine neue Kommunikation sucht. Und die habe ich als bereichernd empfunden. Also, dass man ist sogar konzentrierter. Nachteil bei dieser Geschichte ist eigentlich, es fehlt natürlich, das kann sich ja jeder vorstellen für sich selbst oder erfährt jetzt auch gerade jeder selbst, dass der soziale, unmittelbare Kontakt fehlt. Das ersetzt natürlich nicht den sozialen, unmittelbaren Kontakt. Es ist wesentlich anstrengender, man muss sich viel mehr konzentrieren. Aber bei einem guten Lehrer, der trotz elektronischer Übertragung alles hört, kommt es auch selber raus eigentlich. Es ersetzt nicht den Vor-Ort-Unterricht, aber es ist eine gute Hilfe im Augenblick. Und es spart natürlich auch außerhalb von irgendwelchen Pandemien viel Fahrzeit. Das Besondere mit Laulau ist eigentlich, dass er ist total offen für eben auch über Zoom Unterricht zu nehmen. Und natürlich habe ich gedacht, so jede Woche Laulau eine Stunde Zoom Unterricht, das wird ganz schön anstrengend für ihn. So habe ich mir auch für ihn Dinge ausgedacht. Dann habe ich dieses Würfelspiel entwickelt, damit wir spielerisch die Tonleitern lernen können, die Akkorde lernen können. Und das macht ihm so einen Riesenspaß, dass er wirklich vergisst, dass wir hier über einen Bildschirm arbeiten. Ich kann halt schon viele Knöpfe und dann versuche ich die alle zu spielen. Manchmal, ich kann zum Beispiel nur das hohe C oder so und dann muss ich aber das tiefe C spielen. Dann zeigt Rocco mir das und ja. Also ich sehe in Zoom wirklich, oder auch anderes, muss ja nicht Zoom sein, eine gute Chance für die Zukunft. Zum einen, dass man Menschen erreicht, zum Beispiel, die wären hier nie gekommen. Also ich habe Schüler aus Buenos Aires, aus Kalifornien, von überall auf der Welt, Kanada, aus der ganzen Welt. Ich habe teilweise Klassen hier mit 30 Leuten, die sind alle auf meinem Bildschirm und die kommen aus, die sind international. Das heißt, das ist eine Riesenchance. Das heißt, die Türen in die Welt öffnen sich viel, viel weiter. Und zum Zweiten glaube ich, dass wir davor keine Scheu haben müssen. Wenn wir keine Angst davor haben und sagen, okay, es ist jetzt so, das ist eine neue Epoche, dann ist das eine Riesenmöglichkeit für uns alle, auch für uns Musiker.